So, herzlich willkommen zurück zum besten Let's Play all over the world. Pokémon! Einfach weiterhalten. Weiterspielen. Ein Orden, 7 Pokémon. Ne, 7 Pokédex. Achso, wahrscheinlich 7 gesehene Pokémon oder was. So, der Tunnel. Der Tunnel der Tunnels. Da tunnelst du dich vor Lachen. Vorsicht, Zubat ist ein Blutsauger. Na super. Fängt ja gut an. Der hat auch noch ein Typ. Oh, direkt ein Pokéball. Ash findet TM 12. Aha. Und wir finden direkt ein Pokémon. Zubat Level 7. Na ja, mal gucken, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, perfekt. Geil. Also ein perfekter Bereich, um unser Pikachu zu trainieren. Oh, noch ein Pokéball. Trank. Ja, gut. So, dann... Okay. Alles gut. Zubat. Oh, Level 9. Na, mal gucken, ob das da auch gewandelt wird. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Na, immerhin 70 EP. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Ja, du bist einer davon. Hornlinien. Ah, mal gucken. Hoffentlich keine Vergiftung. Ah, klar, Giftstachel. Bitte keine Vergiftung, bitte keine Vergiftung, bitte keine Vergiftung. Doch, Mann, nein. Pikachu wurde vergiftet. Leck mich. Gut, Pokécenter ist ja nicht so weit entfernt. Pikachu hält 121 EP. Kokuna. Neben Rampage Pikachu. Aua, böses Gift. Das Problem bei Gift ist, anders als die anderen Statusveränderungen, es gibt ja nur sowas wie verbrannt oder gefroren. Und die schaden einen im Kampf. Also zumindest verbrannt. Gefroren schadet einem nicht, sondern sorgt einfach nur dafür, dass man nicht kämpfen kann. Aber Gift ist ein richtiger Hurensohn, weil Gift nämlich dafür sorgt, dass man auch außerhalb des Kampfs Schaden bekommt. Du hast mich eiskalt erwischt. Echt gewöhnt, und hat 10 Pokémon da. Jetzt guckt man nämlich zu, wenn ich hier laufe. Da. Und immer wenn es so aufblitzt, bekommt nämlich mein Pikachu Schaden. Und das nicht gut, weil Schaden macht Aua. Aber wenigstens kann Pikachu dafür noch kämpfen. Solange wie es halt noch, ne? Ressourcen dafür übrig hat. Aber egal, wir müssen auf jeden Fall schnell zum Pokécenter. Denn Pikachu darf nicht sterben. Und wie gesagt, beim Pokémon-Center wird da zum Glück alles geheilt. Die Pokémon sind also wie frisch aus der Mutter gepresst. Dam, dam, da, dam. So, weiter, wieder topfit. Ja, weg hier. Die guckt mich böse an, die mag mich nicht. So. Dann haben wir schon mal einen Trainer und mussten direkt danach direkt ins Pokécenter. Vorsicht! Achso, hat er schon. Gut, dann speichern wir mal. Ich habe das Spiel gespeichert. War nämlich klar, dass sie was von uns möchte. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Ja, musst du deinen Kumpels sagen, nicht mir. So, Göre möchte kämpfen. Göre setzt einen. Ach du Kacke. Ah. Haben wir damit gerade schon eine Chance? Ja. Ja, und das ist jetzt natürlich wieder gelang ein. Ja, ja. Ah, direkt aufgewacht. Sehr schön. Los jetzt. Volltreffer hier. Oh, Volltreffer. Mann. Abfund. Na, Pfund ist egal. Pfund macht nur Schaden. Hauptsache kein Gesang. Ich sagte gerade was. Hörst du mir auch mal zu? Ah, na klar. Ja, wir können wieder kämpfen.
Sehr schön. Volltreffer. Pipi wurde besiegt. Pipi muss mal kurz Pipi. Pikachu hält 200. Und Level 16. Holy shit. Ich besiegt Göre. Göre, ich hab verloren. Ja, sieht so aus. Gehen wir zum Blockcenter? Nö, eigentlich nicht. Oh, eine Leiter. Ein Leiter führt meistens nach oben. Denn alle Wege führen nach oben. Aber hier wieder ein bisschen Training. Naja, immerhin 70 EP. So, wir speichern mal ganz kurz und dann gehen wir mal doch in die Leiter rein. Denn Leitern haben meistens eine lange Leiter. Okay. Oh. Was bist du denn für eine schwarze Gestalt? Oh nein. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Ja. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket setzt Sandan ein. Ja, und damit haben wir ein Pokémon, das gegen das wir nicht so stark sind. Deswegen. Ja gut, aber Smet ist zu schwach. Ah, das wird. Obwohl, Sandan hat mal Level 11. Da könnte man doch ein bisschen Glück haben. Vielleicht auch nicht. Bitte, Smetko, du musst es schaffen. Du darfst nicht aufgeben. Geh mal mit ihrem scheiß Kratzer. So. Da hätten wir Sandam mal ein bisschen wegkonfusioniert. Ratfratz. Ich glaube, ich bleib direkt mal bei Smetko. Haha, Noob. Volltreffer, Ratfratz wurde besiegt. Metro hält 133 EP. Zubat. Gegen Zubat sind wir, glaube ich, sogar immun. Also gegen deine Giftattacke. Hat Zubat überhaupt Giftattacken? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ne? Verwechsel ich gerade komplett. Ja, gut, aber bringt auch nicht allzu viel, weil es wird nicht helfen. Bumm. Weg. Finito. Zubat wurde besiegt. Smetko erhält 126 EP. Und wir erreichen Level 13. Oh, Giftkühler. Ah, Giftkühler ist cool. Kann ich mir für Attacken erlernen? Ja, ja, ja. Soll vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Fatus Härtner. Härtner brauchen wir nicht. Wenn Smetko hart wird, dann kann es nicht mehr fliegen. Also, ich meine, wie soll ein hartes Objekt seine Flügel schwingen können? Das macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn. So, hier oben ist schon mal ein Item. Okay, weiter geht's noch nicht. Ash findet KP Plus. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Na super. Oh. Zubat ist immer so schnell als zwischendurch Snack. Quasi gratis Training für Pikachu. So. Wie sehen unsere Pokémon aus? Ah, es hält sich in Grenzen. Wir gehen mal noch nicht zum Pokémon Center, aber wir sichern mal sicher selber. So, da hinten ist schon mal ein Trainer. Da ist auch ein Trainer. Ist hier noch mehr Trainer? Ja gut, da sind wir das Pokémon. Oh nein, Steinstein. Da ging das Pikachu komplett machtlos. Von daher, leck mich am Arsch, wir flüchten einfach mal. Oh, ein Pokéball. Ich finde Trank schon wieder. Oh.
Aber wir will es nicht, Hubert. Gegen gratis EP habe ich nichts einzuwenden. Wobei gratis ist es ja nicht wirklich. Weil wir verlieren leider immer ein AP. So. Wollen wir schon gegen ihn kämpfen? Nee, ne? Hier ist auch noch ein Pokéball. Sehr schön. Oh, Sonderbonbon. Irgendwie gibt es hier nur Zubat, kann das sein? Ja gut, und Kleinsteins und Pipis. Oder? Nee, was war das? Nee. Pipi war ja ein Trainer-Pokémon. Das war ja nicht hier wild. Fluchtseil. Oh. Okay, da ist auch noch ein Trainer. Ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück und kämpfen mal gegen die Trainer, ne? Das Problem ist, wenn die jetzt auch die ganze Zeit mit seinen Damen und so einen Scheiß kämpfen, dann wäre es vielleicht doch sinnvoller, Smetboom mal nach vorne zu holen. Ich guck mal ganz kurz. Hallo. Du erreichst Azoria City, was, wenn du es durch diese Höhle schaffst? Ja, das hat eine Höhle so an dich. Käfersammler möchte. Achso, hat der Käfer. Sehr schön, gut, da haben wir doch eine Chance. Wir haben noch Pikachu. Doch, der Donnerschock. Volltreffer. Pikachu erhält 112 Leben. Und Saftkorn. Na, easy. Gratis EP hier. Nein. Geile Scheiße. Wie Saftkorn einfach auf den Haken tut hier. Und wieder Robi. Ja, es gibt von Trainern übrigens nur drei Typen. Der Typ, der am häufigsten vorkommt, haben zwei Pokémon und die wechseln sich immer ab. Der zweithäufigste Typ von Trainern ist die, die ein Pokémon haben, das immer wieder kommt. Und ganz selten hat man auch mal Trainer, die wirklich verschiedene Pokémon haben. Aber die sind wirklich extrem selten. Meistens hat man so wie hier immer Pokémon-Trainer, die immer zwei Typen von Pokémon haben, die sich immer abwechseln. Level 17! Yay! Echt besiegt Käfersammler. Gut, vielleicht haben wir den Glück und der andere Typ ist auch ein Käfersammler. Dann machen wir den doch mal direkt. Vorher kommt noch ein Zubat, war ja klar. Oh. Diese Random Encounter hier sind ja teilweise echt, also ich würde jetzt nicht sagen schrecklich, aber doch schon verrückt. Die Attacke ist sehr effektiv. Danke für die Info. So, vorher speichert man sich jetzt aber nochmal. Man kann bei Pokémon nicht oft genug speichern. Allgemein bei Gameboy-Spielen kann man nicht oft genug speichern. Weil das Schöne bei Gameboy-Spielen ist, man kann einfach den Gameboy ausschalten und wieder einschalten. Ein auf so hier machen. Und dann ist man quasi wieder da, wo man halt aufgehört hat. Also wo man gespeichert hat. Das heißt, bei unerwarteten Situationen am besten immer vorher speichern. Und dann, wenn es verkackt ist, dann einfach Gameboy ausschalten und wieder einschalten. Hey, schleich nicht so umher. Ja. Deswegen waren bei sehr vielen Leuten auch damals diese On-Off-Schalter ganz schön ausgeleiert, weil man betätigt diesen On-Off-Schalter bei Gameboys so unendlich häufig. Also ich habe in meinem Leben garantiert öfters den Ausschalter ein- und ausgeschalten als die A-Taste gedrückt. Und das ist nicht gelogen. So, der Typ hat hier Elektro-Pokémon. Was für ein Arschloch. Aber zum Glück 6 Level unter mir. Ich versuche trotzdem mal hochzukeep, weil Typ Normal hat da wahrscheinlich bessere Chancen als Dixon-Monster. Weil ich weiß nicht, Elektro gegen Magnetilo dürfte nicht so effektiv sein. Und ganz ehrlich, wir haben nun mal 4 Attacken, um sie auch einzusetzen, ne? Von daher,
Streber Voltoball. Aua. Das Problem bei Voltoball ist, die Fischer können Finale. Egal, ich bleib bei Pikachu. Hoffentlich setzt der Finale nicht ein. Sonst bin ich bei Pikachu los. Ah, ne, Tackle. Sehr schön. Obwohl, er hat noch eine Chance. Und wenn er jetzt nochmal... Ah, Volltreffer. Sehr gut. Sehr gut. Echt, besiegt Streber. Meine Pokémon bringen es nicht. So. Wo ist die Dame? Achso, da oben. Aber ich würde mal sagen, wir gehen vorher mal zum Pokémon Center. Obwohl, wir haben noch die halbe... Na gut, wir haben aber auch kaum noch AP. Wir gehen einfach mal zum Pokémon Center. Weil man sollte AP nie unterschätzen. Weil jetzt gibt es halt leider immer mal Pokémon, so wie halt Saftkorn zum Beispiel. Da nagt man sich die Zähne aus und wenn man dann keine AP mehr übrig hat, ist das Schlimmste, was quasi nicht passieren kann. So, Speichern nicht vergessen. Speichern ist mal eine ganz gute Idee. Hallo, ich bin's, der Honey. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Digga, wir sind am Eingang. Schön, dass du dich jetzt schon verlaufen hast. Göre möchte kämpfen. Göre setzt Mirapla. Ach du, Mirapla, was war das? Kann Mirapla Gift attacken? Egal. Wir bringen einfach um, bevor wir es herausfinden. Oh. Oder auch nicht. Warum tust du mir das an? Okay. Dann, machen wir Typ Normalattacken. Wenn Elektro nicht funktioniert, gibt es ja immer noch normal. So, das war das aber auch mit dir. Nein, ernsthaft jetzt? Digga, ein Pixel. Ja, ein Pixel. Smash zu arbeiten. Mirapla wurde besiegt. Pikachu erhält 183 KEP. Knuffenser. Egal, wir bleiben bei Ruxokieb. Nein. Knofenda. Nein, ich trank Hieb. Ah, ich sterbe. Tja, zum Glück waren wir davor gerade beim Pokémon Center, sonst wären wir jetzt tot gewesen. Level 18. Das Problem ist halt, wir haben hier gerade keinen Markt in der Nähe. Ich speichere mal wieder selber. Weil unser Pikachu schon halb erledigt. Ist hier noch was? Ja, Pokémon zum Beispiel. Oh nein. Oh nein. Achso, siehst du, wir können natürlich hier mal unser Spectrum ein bisschen leveln. Nee, bis zur nächsten Arena möchte ich erstmal bei Pikachu bleiben. Und dann da ist mir gerade egal. Da gehen wir eh nicht stark. So, und hier oben geht es nicht so weiter. Okay. Oh, noch ein Leiter. Wow, das war ein kurzer Weg. Oh, da ist schon wieder so ein Team Rocket hier. Haha, lol, wir können einfach ausweichen. Ja, okay. Oh nein, nicht Pipi. Wir können natürlich mal versuchen, Pipi zu fangen. Wir
Wir machen mal einen Donnerschlag, um ihn ein bisschen zu schwächen. Hoffentlich kein Volltreffer. Andererseits verwirren wir mit Pipi. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Fangen wir es oder nicht? Ja, komm, keine Schaden. Pokéball, dafür haben wir sie ja überhin. Fünf Bälle haben wir noch übrig, dann können wir die auch mal einsetzen. Pipi wird zwar wahrscheinlich nicht in unserem Team bleiben. Aber naja. Oh, TM1. So, die Frage ist, kämpft man gegen den Typen? Ja, nein? Fragezeichen? Na los, Pikachu! Wir haben noch ein paar... Oh, Pikachu nur noch 16 Lebenspunkte. Dann sollten wir vielleicht doch nicht gegen den Typen kämpfen. Andererseits, ich wüsste doch schon gerne... Wenn er bloß Gift-Pokémon hat, ist es kein Problem. Aber wenn er jetzt wieder so Gestein-Pokémon hat, also sowas wie Sandamus und Dreck, dann, dickes Ding, ja klar. Dann wird's aber scheitern. Dann wird er heftig. Team Rocket möchte kämpfen. Zubat. Ach, easy. Geil. Pikachu. Da haben wir gar keine Probleme mit. 138 EP. Retter. Das sollte auch kein Problem sein. Jawoll! Geil! Gut! 960 Pokédollar. Sehr schön. Oh boy, hier hinten ist gar nichts. Danke dafür. Okidoki. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zum Pocket Center. Und dann gucken wir mal weiter. Oh nein, keine. Ich würde auch gerne ein bisschen Smith wieder trainieren. Weil Smith ist gerade bei Level 13. Der hängt mittlerweile ganz schön hinterher. Und das gefällt mir eher so gar nicht. Weil das Problem ist, wenn Smith noch zu weit zurückfällt, wird es später schwer, ihn wieder aufholen zu lassen. Und das wäre mir nicht so recht. Volltreffer. Hätte ich jetzt schon Volltreffer machen können? Meine Güte. Dam, dam. So, sehr schön. Wir sind beim Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon. Aber ohne Garantie. Möglicherweise klonen wir die auch einfach nur. Stimmt, wir haben jetzt wieder 4 Pokémon. Die Sache ist, Pipi ist Level 11. Das Geile ist halt, Pipi kann Pfund. Und Pipi lernt später auch noch, ich weiß nicht mehr, wie die Attacke heißt, Ufas mit Multipli oder sowas. Oh, ah ne, Duplex Heap oder so ein Scheiß. Und das ist relativ stark. Deswegen sollten wir vielleicht auch mal Pipi ein bisschen trainieren. So, jetzt in der Höhle ist es halt relativ eher suboptimal. Ja, ich weiß es nicht. Ich schicke auf jeden Fall mal wieder hier das Fett ein bisschen an die Front. Ach was, nein, komm. Wie gesagt, bis zur nächsten Arena bleiben wir jetzt noch bei Pikachu. Und danach gucken wir mal weiter. Jetzt speichern wir auf jeden Fall erstmal und dann würde ich mal sagen, das war's noch für die Folge erstmal.
Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Apfelmus und Käsekuchen. Tschüss.